Hier war Rüstung. Der hier. Nein, nicht mit dem Schrank reden. Spinner. So. Gut, 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 gut. Ich könnte auch die Schrottkack kaufen, den es gibt auf der Welt, aber... Ach, lass mal gut sein. Gut, er hat uns 1000 Cent gegeben, das heißt, ich kaufe ihm den Brustpanzer für 1000 Cent. Brustpanzer kaufen, ja. Mit Brustpanzer ausrüsten? Nein. Gut. Ich weiß gar nicht, ob wir die Sachen noch behalten dann, wenn wir... Weil wir trainieren ihn ja nur, ne? Wenn er uns fertig ist, ob er uns das wieder gibt oder nicht. Ja, wie gesagt. So, wir haben dein Zeugs. Oder eigentlich nicht. Ich habe eine Rüstung gekauft und Schwert hatte ich noch. Und ich hoffe, ich kriege das Zeug wieder, weil ich habe keinen Bock, dann wieder zu sammeln. So. Aber Tänzchen, bitte besorgt mir eine Rüstung. Ich kann das gleiche wie Riva benutzen. Wir haben sie. Also gut. Seid ihr bereit zum Training? Ja, bereit. Okay. Ich komme nach der Arbeit. Wartet dann. Bitte auf dem Dorfplatz auf mich. Herzlich willkommen in einer Endlosschleife. Diese Nacht. Ja. Jetzt ist wieder Erklärungsbedarf angesagt. Das kann man sich auch von denen erklären lassen, aber... Ach, lass gut sein, ich mach das schon. Es müsste uns hier niemand stören. Lass uns anfangen. Könntest du mir bitte die Ausrüstung geben, die du für mich hast? Jo. Was war das nochmal? Ein Skramsax. Und Brustpanzer. Boom, so. Wie gesagt, man kann hier nur die beiden Sachen verpassen. Ich kann hier nicht weiter klicken, so. Und die Musik, oh ja. Ah, oh, setz mich in einen Raum und mach Spielemusik an. Ich kann da, glaube ich, den ganzen Tag drin bleiben. Okay, sieht alles in Ordnung aus. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist, dann zu fangen. Gut. Bist du bereit? Noch nicht. Wie geht das? Los geht's. Bates Ausrüstung ändern, das Team ändern, Training abbrechen. Was mache ich jetzt mal? Ach, ich mache mal das Team ändern. Ich soll einen anderen Trainingspartner kriegen? Jo. Soll ich Pico mit reinnehmen? Mach ich nehme mal mit Gar mit rein. Statt Nina. Warum nehmen wir Nina? Nina ist am stärksten und Bates ist auch schwach. Gut. Bist du bereit? Ja, das Rest erklärt sich von selbst eigentlich. Los geht's! Und dann kann ich euch auch klären. Komm und fang mich! Ja, wie läuft das ab? Wir kämpfen ganz normal gegen Bait. Und... Ja, jetzt fragt euch, wie trainiert man ihn denn? Macht man mir platt? Nein. 20 Turns left. 20 Turns left ist auch geil. Egal. Wie machen wir das? Wir machen das ganz einfach. Hier, prüft mal Bait. Es bringt überhaupt nichts jetzt, also. Wie trainieren wir Bait? Ganz einfach. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, Bait zu trainieren. Die sind... Moment, ich mach mal Schutz auf ihn, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, Bait schlägt zu. Das steigert seine Angriffskraft, wenn er trifft. Was er in dem Fall eben nicht getan hat, natürlich. Also dadurch stärkt er seine Schläge. Wenn Bait verteidigt... Moment, Momo kann auch Schutz, oder? Ja. Gut, wenn Bait Schaden kriegt von uns, dann steigt seine Lebensanzeige zum Schluss. Wenn er verteidigt und wir greifen ihn an, dann steigert seine Verteidigung. Und ich glaube, die drei Sachen waren's. Ich glaube, das war's, ja. Ich glaube, die drei Sachen kann man steigern, wenn ich mich recht entsinne. Das sehen wir gleich. Gut. Aber Bait ist unheimlich scheiße schwach. Ich habe eigentlich einen Fehler gemacht und gar... habe ich ihn schon ausgerüstet? Ich weiß nicht. Ich lass mal gar zuhauen. Mal gucken, ob er es überlebt. Denn der hat wirklich nur scheiße wenig Leben. So, einmal Schutz kriegst du noch. Und Ryu. Ryu, mach mal. Blitz. Nein, prüf ihn einfach. Lass ihn zuhauen. Blumen, so, eins. Wie gesagt, er macht so scheißen Schaden.
Und das Ende vom Lied ist natürlich, dass wir ihn zum Leuchtturm schicken wollen, damit er dahin kann. Boom, 19. Seht ihr, der hat kaum Leben, der Typ. Gut, wie können wir ihn effektiv trainieren? Ganz einfach. Ich lasse Gar wieder zuhauen, ich lasse Momo blocken und Ryu lasse ich heilen. So ganz einfach ist das. Bitte sehr. Und die 17 Turns, ja, wie gesagt, wir haben noch 17 Runden Zeit, dann ist die Nacht vorbei sozusagen und das Ergebnis kommt. Und halt, wenn das... Am Ende sehen wir halt das Ergebnis, was sich verändert hat. Wenn ich ihn natürlich sau oft hier haue, dann... steigert natürlich sein Leben ins Unermessliche. Allerdings ist es scheiße, wenn er nicht verteidigt oder nur minderwertigen Schaden anrichtet. Denn das richtet sich halt, wie gesagt, nach dem, was er macht, insgesamt anrichtet. Wenn er jetzt zum Beispiel 3 Schaden anrichtet, steigt seine Kraft auch nicht sonderlich hoch. Und gar, du bist ein Vollidiot. Denn er muss etwa mal kritisch treffen und hat ihn damit platt gemacht. Na gut, dafür sehen wir die Auswertung. Das wär's dann für heute Nacht. Heute Abend. Die Resultate von heutigen Abend sind... Schaden erlitten 95, Schaden bewirkt 5. Ja, da sieht man es auch. Erfolgreiche Blocks. Ja, er hat nicht verteidigt, also. Sein maximales Leben steigt um 4 und seine Kraft um 2. Tja, und ihr könnt euch sicherlich denken, ich muss noch stärker werden, damit ich vorzeitig zum Leuchtturm gehen und ihn instand setzen kann. Bis morgen Abend. Ja, ihr seht's. Wir können jetzt wieder zu Bait, ihn wieder trainieren. Und dann das Ganze so oft machen, bis wir dann von selbst aus denken, jo, du kannst jetzt zum Leuchtturm und den reparieren. Es dauert halt arschlang. Ich würde schätzen, grob gesagt, 10, 15 Nächte, bis er in Ordnung ist, bis er ordentlich zuhauen kann. Tja, und das will ich euch nicht on screen antun, jetzt 15 Mal. Deswegen mache ich hier Feierabend. Und... werde wohl eine etwas längere Pause einlegen müssen, denn, tja, ich möchte selber leveln, ich möchte selber Ausrüstung kaufen, ich möchte Bait leveln, sozusagen. Und ich brauche Kohle und ich habe Meister und ich will Fähigkeiten lernen und. Achso, ich speichere mal hier, so. Das kann dauern, das kann sehr lange dauern, vor allen Dingen, wenn ich alle 20 Runden ausnutzen möchte, immer pro Nacht. Und ich möchte so viel ausnutzen, wie es geht. Denn das spart Zeit. Gut. Dann mache ich erstmal Feierabend und dann werde ich wohl das nächste Mal mit Advance Wars weitermachen. Erstmal oder was anderes anfangen. Das hatte ich nämlich auch vor. Gut. Ich mache erstmal Feierabend. Wir sehen uns dann. Ich denke, 2-3 Tage. Gib mir 2-3 Tage Zeit. Dann gibt's was Neues. Also, bis zum nächsten Mal.